Mein Sturmpartner. Mach Rivalen. Ist doch keine Rivalen. 1 gegen 1 Tripling. Okay. Unsere Fans wollen in jeder Saison Titel. Heute geht es um 1 gegen 1 Situationen. Ihr müsst einander alles abverlangen. Wir machen Simulationen. Wir müssen gewinnen. Und dazu müssen wir besser hart trainieren. Ah ja. Ich trainiere hart. Schalke. Ja, sack stark. Gegen Schalke. Ich bin mal gespannt. Warm machen. Der Allianz Arena. Wunderbar. Kollege. Im Norden Münchens sieht man sie vor allem abends schon aus der Ferne. Die Allianz Arena. Ja, und dafür sorgt natürlich vor allem die außergewöhnliche Beleuchtung, die je nach Veranstaltung unterschiedlich ausfallen kann. Spielen hier die Münchner Löwen, wird das durch blaue Beleuchtung angekündigt. Trägt der FC Bayern ein Heimspiel aus, erleuchtet das Schlauchboot dagegen in Rot. Au. Oh. Schlechte so Flanke. Die Bayern also heute an. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Au. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Okay, jetzt bin ich mal Geist. Gespannt, wie das jetzt haben wir dort noch einen neuen Balken oben rechts. Oh, den seht ihr leider nicht, da ist nämlich meine Fratze davor. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, komm, Tor. Ja. Ich glaube, das geht ein bisschen drum. Nur Müller. Ah, Müller. Hake, aber er kommt nicht durch. Ja, besseres gewohnt. Daniel Caligiuri. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Sehr guter Einsatz. Au. So. Sam. Soll ich einfach nicht zu hastig spielen. Ich habe das Gefühl, Kilo dass ich dann das wird hier Ecke nicht gut spielen. Aber im Zentrum normal. Der Aufmerksamkeit steht heute vor allen Dingen Franck Ribéry. Ja, Franck 6 Tore Ribéry. Hat er nun schon vorbereitet und belegt damit momentan auch Sam. Kein Problem für Neuer, der Ball zu und platziert. So Jungs, kommt vor und ruhig das Ganze. Wenn ich voll vorbei. Burgstaller. Da gewinnt er den Zweikampf. Hey. Flanke jetzt. Der Ball wurde weggefaustet. Hey, ei. Jetzt eine gute Flanke. Oh, der war hey. Drin. Oh, Scheiße. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Muss Ecke geben. Was mache ich da? Einfach zu Andre im ersten Spiel. Hat sein Tor gemacht. Schon wieder. War ein schönes Debüt. Ja, so kann es weitergehen. Jetzt kommt die Ecke. Hümmeles. Den Ball hält er fest. Gute so, komm, Jungs. Schön. Formulieren. Ruhe. Und los geht's. Thiago jetzt. Hunter. Vidal am Ball. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Geis. Unglaublich. Insua. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Sie kriegen den Einwurf. Gute Aktion. Arturo Vidal. Knapp abseits, aber das wäre wohl auch nicht wirklich gefährlich geworden. Ja, das hat man schon ein paar Mal mit dem Hunter, dass der da öfters mal. Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Wo denn? Daniel Caligiuri. Naja. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Und Thiago. Und direkt zurückgespielt. Ribéry. Wird's jetzt gefährlich.
Fahne oben, abseits von Rohr. Schon wieder abseits, ey. Verdammt nochmal einer. Naja. Und nicht nur ein Stückchen, ne? Und nicht nur ein Stückchen. Thomas Müller. Die Bayern im Vorwärtsgang. Gutes Tackling. Jetzt war ich doch gerade am Abspielen. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Definitiv, national waren sie so konstant wie... Ach du Scheiße. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Oh, wow, mit schön. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und da verlieren sie den Ball. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Hunter. Und nun Alaba. Ach, was? 0-0 zur Pause, bisher kein Team. Komm schon, ein Sieg muss her, ein Sieg muss her, dass man da ein bisschen weiterkommt. Durchgang 2 kann beginnen in der Allianz Arena, los geht's. Aber ja, zur Not nehmen wir halt auch Geis. Einfach kein. Und jetzt Thomas Müller in der Offensive. Ah! Sie liegen vorne und schauen wunderbar sich diesen Jubel an. Unser die Fans Sturm-Duo. Legen sich in den Arm, die Spieler Müller legen Hunter. Sich in den Arm. So hatten jawohl sie sich das vorgestellt. Sau stark. Da gibt's nichts zu halten, Muschi. Ein super platzierter Schlenzer, ein klasse Treffer. Jawohl. Schön. Schön, schön. Wichtiger Treffer für die Bayern. Sie sind vorne. Geis. So sieht's aus. Hövedes. Ja, jetzt Ball spielt er raus. Müller ein Tor machen, ne? Mit Vorlage Hunter. Klasse. Komm schon. Robin. Pushy, noch mal kurz zurück zum Rekordmeister. Wo siehst du sie in dieser Saison? Also klar, in der Bundesliga führt der Titel auch dieses Jahr wieder nur über die Bayern. Und international, ja, da gibt es eben diese Garantie, was mitzunehmen, nicht? Und Ribéry. Schlecht, echt. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Stambouli. Guido Burgstaller. Hey. Daniel Caligiuri. Jerome Boateng macht klasse zu. Unglaublich. Jetzt wird es wirklich nochmal heiß, ne? Thiago geht dazwischen. So. Der Pass zurück zum Keeper. Oh, nicht so zaghaft, ey, echt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Oh. Sie nehmen was soll er machen? Vor. Noch ein Tor. Und das denn? Von Ribéry am Ball. Insua. Unglaublich. Caligiuri. Muss so aufpassen, dass ich nur eins kassiere. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Ach. Was macht er denn? Insua. Sam. Das könnte die Chance werden. Super Sam. Einsatz. Er holt den Ball. Ribéry. Kimmich. Komm, lauf vor. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Komm schon. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Bentaleb. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Ich muss einfach aufpassen, dass der keinen reinkriegt. Komm nicht zu flacken lassen, Mailand Sack. Ey. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Hunter. Müller macht jetzt Druck, so kennen wir ihn. Oh! Mal wieder weg. James, jetzt vielleicht.
Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Woll. Sau stark. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Boah. Wunderschön. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Insua. Sam. Das könnte gefährlich werden. Hm. Er hat einen noch nie richtig schönes mega Foul gemacht. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Das frühe Pressing jetzt. Und Hunter. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Oh. Weiter, nach wie vor gefährlich. Sam. Unglaublich. Caligiuri. Ah. Wird das eine Torchance? Nein. Burgstaller. Oh. Und jetzt die Chance. Fängt diesen Ball ab. Nicht schlecht. Das drücken sie aber ganz schön. Goretzka. Der Echte Ball Aufpause. Vom Schiedsrichter abgefälscht, aber geht natürlich weiter. Nun Arjen Robben. So, Nachspielzeit ange. Schönes Zuspiel. Ah. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Sam. Wer haben wir denn noch? 2 Minuten. Okay. Oh, da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff. Puh. Gutes Ergebnis. Vorne die Dinger gemacht und hinten zu null. Passt. Das war eine konzentrierte Mannschaftsleistung. Gratulation. Eine konzentrierte Mannschaftsleistung. So sieht's aus, ja. Wunderbar. Haben wir alles richtig gemacht. Alles korrekt. 2x Hunter. Also von uns kann man ja bald nur noch überzeugt sein. Wenn da nochmal einer sagt, wir wären schlecht oder irgendwas, dann stimmt was nicht, ja. Puh. So, sind wir knapp 15 wert. Gut. Partnerschaftswertung. Okay. Ach, das bedeutet das. Umso besser ich mit ihm zusammen spiele, umso mehr wert man quasi, umso besser spielen wir zusammen. Wunderbar. Wieder keine Attribute. Ich krieg keine Attribute mehr. Warum nicht? Wo ist denn das Problem? Verstehe ich gar nicht. Heute üben wir wieder alles. Holt alles aus euch raus. Volle Intensität. Das muss aussehen wie im Spiel, Gentlemen. Sehr gut. Gentleman. Sehr gut, sehr gut. Gentleman. Mein Sturmpartner. Die einzelnen Sturmpartner haben unterschiedliche Spielstile, Fähigkeiten und Ziele. Arbeite gut mit dem Sturmpartner zusammen, um die Partnerschaftswertung zu verbessern. Bei einer hohen Partnerschaftswertung steigen Alex' Followerzahlen und seine Trainerwertung. Bei einer hohen Partnerschaftswertung erhält Alex außerdem auch eine Attribute-Wachstumsboost, okay, sodass er sich schneller verbessern kann. Aber noch zum. In dem Fall sind wir noch Rivalen. Und sollten mal Teamkollegen werden. Partner, Sturmduo und Telepathie. Okay. Ja. Schauen wir mal. Sag mal, Hannover. Hannover. So, muss ich wieder gut mit Müller zusammenarbeiten. Herzlich willkommen aus der Allianz Arena, wo die heutige Partie ausgetragen wird. Ah, kriegt er schon erst Ball von mir. Heute sehen wir Bayern München gegen Hannover 96. So gehen es die Bayern also heute an. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Hey. Vorne drin also zwei Stürmer, auf die wir heute... Ja, jetzt weiß er auch wieder. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Das war mir ja arschklar. Was erwartest du in diesem Spiel von Alex Hunter?
Der Doppelpack im letzten Spiel wird ihm zusätzlich Selbstvertrauen gegeben haben. Es wird garantiert schwierig, ihn zu stoppen. Ja. Oh. Oh. Oh, shit. Gut geklärt, aber Einwurf. Wie siehst du sie, die Bayern, im heutigen Spiel? Oh. Das Ding müssen sie... Ach. Die Chance zur Führung. Oh. Weiter gefährlich. Und das ist der Ballverlust. Die Chance lebt noch. Ball kommt zu Müller. Die Riesenchance von Müller. Bam. Das ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Aber da habe ich wieder nicht geschlenzert, da habe ich einfach mit der Treffer aus ganz kurzer Entfernung geschickt. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hintergeht. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. Nicht wirklich überraschend, schöne dass der FC Bayern hier führt. Marvin Bakalos. Und nun die Partie hier unterbrochen, sieht nach Verletzung aus. Hunter. Er wird dann gleich mit Schiedsrichterball weitergehen, aber hoffen wir erstmal, dass er weitermachen kann. Ohne Scheiß. Hey, komm, jetzt hör doch auf. Aus nichts raus. Nein. Hunter. Zweites Spiel, mein Gott, und schon verletzt du dich. Du Pappnase. Alex, Alex. Alex, du bist verletzt, du musst raus. Nein, ist schon okay, mir geht's gut. Ich mach weiter. No, du machst alles nur noch schlimmer. Du bist verletzt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Raus. Ah, super hast du das gemacht, Alex. 2-3. Ach, so ein Scheiß, ey. Ehrlich jetzt. Alex. Mein Gott. Das wird schon nur geduft. Ja, da bin ich aber gespannt, was wir da wieder für eine Diagnose stellen, was er da hat, ey. Mein Gott, echt jetzt. 12 Minuten gespielt. Eieiei. Haben wir wenigstens doch trotzdem gewonnen, oder? 2-0. Super. Puh. Jetzt bin ich gespannt. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß. Und? Alex, ich habe schlechte Nachrichten. Es ist ein schwerer Meniskusriss. Hatte ich auch schon. Deine Operation ist Ende dieser Woche. Und dann steht die Reha an. Mit etwas Glück und hervorragendem Training kommst du zurück. Im März. März? Das sind fast 2 Monate. Alex, ich wünschte, es wäre nicht so. Aber manches liegt halt nicht in unserer Hand. Du darfst nach Hause gehen, wenn du willst, bis der Gips ab ist. Dann schicken wir dich zu einem Spezialisten. Dort beginnt die Reha in Los Angeles. In L.A. Back to L.A. Ach, scheiße. Das ist doch echt blöd, hey. Hör doch mal auf. Mein Gott. Bislang ein ziemlich enttäuschendes Spiel. Entsprechend enttäuscht sind natürlich auch die Fans. Die hatten sich ja viel mehr erwartet. Beide Teams bisher schwach. Chancen auch. Mangelware Buschi. Hier. Du musst dich stärken, damit dein Knie wieder wird. Was hast du? Ja, was soll er wohl haben, ne? Ich... Glotze. Hat dein Dad dir je erzählt, wie er verletzt wurde? Das war die 5. Pokalrunde. Harold war in der Form seines Lebens. Die Nationalmannschaft war in Reichweite. Der Innenverteidiger hat ihn einfach umgesäbelt. Der Schiedsrichter sah das nicht als faul. Von dem Punkt an war dein Dad überzeugt, dass ihm eine Riesenchance geklaut wurde. Er wollte so schnell wie möglich wieder spielen. Also hat es übertrieben, ist zu früh zurückgekommen. Gott. Als die Ärzte sein Karriereende verkündeten, hat er sich verändert. Völlig.
Ja. Was willst du damit sagen? Übertreib's nicht. Ich will dir bloß die Wahrheit sagen, mein Junge. Mach langsam. Du bist nicht dein Dad. Lass dir Zeit, dann wirst du stärker als je zuvor. Iss auf, bevor es kalt wird. Ich hab auch Hunger. Möchte auch ein bisschen essen. Ich habe lecker Böhnchen gesehen. Und ihr wisst ja bekanntlich, jedes Böhnchen ein Tönchen. Der Partie jetzt nochmal neuen Schwung geben, würde seiner Karriere natürlich auch gut tun. Hatte anfangs große Schwierigkeiten in der Premier League, ist jetzt aber wieder im Team. Kam ja aus der Championship, ist heute natürlich die Riesenchance für ihn, sich hier vielleicht zu etablieren.